Strappag ist an uns herangetreten, weil die da die Idee hatten, eine autonom fliegende Messdrohne zu realisieren. Und für diese Anwendung fehlte die Software zwischen der existierenden Flugsteuerung der Drohne und dem mitfliegenden Messgerät. Mithilfe der Messdrohne können wir die gerechneten Werte der Mobilfunksender verifizieren und schauen, ob Grenzwerte eingehalten werden. Wir brauchen einen Partner im Bereich Software, der uns hilft, die Messdaten und die Positionsdaten der Drohne zu sammeln und zu synchronisieren. Das Besondere hier war, dass es aus einem ganz neuen Anwendungsgebiet kam, also Mobilfunkmesstechnik, das war für mich etwas Neues, und dann noch eine autonom fliegende Messdrohne, das war wirklich was Innovatives. Vor allem zeigt es, wie Digitalisierung auch im industriellen Bereich umgesetzt werden kann. Wir haben ein kurzes Pflichtenheft aufgestellt und die Situation der Firma Zülke erklärt. Das heißt, die Messziele, die wir erreichen wollten, und natürlich auch den Zeithorizont, bis die Software stehen muss. Zülke hat uns dann sofort die Ressourcen zur Verfügung gestellt. Es waren zwei Programmierer, die dann relativ rasch einen ersten Softwareprototypen hergestellt haben. Der Endtermin und eine entsprechend kurze Realisierungsdauer, die waren sehr harte Randbedingungen in diesem Projekt. Wir haben uns darum in diesem Projekt für ein agiles Vorgehen entschieden. Das heißt, man hat regelmäßig, in diesem Fall wöchentlich, mit dem Kunden vereinbart, was die nächste Funktionalität beinhalten sollte in der Software. Und so hat Strappag regelmäßig neue Softwareversionen erhalten, mit denen bereits die ersten Erfahrungen gesammelt werden konnten, während Zülke die nächste Funktionalität implementiert hatte. So konnte sehr schnell Erfahrungen bereits wieder ins Projekt einfließen. Das Beste an der Zusammenarbeit mit der Firma Zülke war eindeutig die Flexibilität und die Geschwindigkeit, wie sie das Projekt realisiert haben. Und auch die angenehme Zusammenarbeit mit den entsprechenden Mitarbeitern.